Messepremiere Pool und Garden war das erste Highlight der Gartensaison 2011. Zu besichtigen gab es alles rund um Gartengestaltung, Gartenmöbel, Wintergärten, Pools, Jacuzzis und noch vieles mehr. Es war an diesem Wochenende eindeutig zu erkennen, dass der Trend in Richtung Gesamtgestaltung des Gartens geht und sich die Kunden neben Pools auch über Garten und Garteneinrichtungen informieren wollen. Dem wurde mit der Pool und Garten Genüge getan und das zum idealen Zeitpunkt, nämlich gleich zu Beginn der Gartensaison. Der neuen Messe für stilvolles Leben im eigenen Garten wurden besucherseitig sehr gute Noten ausgestellt, wobei vor allem die hohe Qualität der Messestände gelobt wurde. Ja, die Qualität ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wir bei uns Leidenfrost, wir produzieren seit nächstes Jahr werden es 40 Jahre, dass wir Schwimmbecken produzieren. Und man sieht, dass sich das sehr wohl rentiert, wenn man kontinuierlich an der Qualität arbeitet. Wir sind da nicht nur als Poolbauer, sondern wirklich als Garten- und Wellnessgestalter. Mir hat es gefallen, dass die Messeleitung Thulen sie dazu bewogen hat, die Ausstellung unter einem neuen Namen zu präsentieren und einem neuen Outfit. Und da wollen wir als Leidenfrost gerne mit dabei sein. Dabei sein können auch Sie wieder 2012, wenn die Pool und Garden am 22. März die Freiluftsaison eröffnet.